Der Hamburger SV steckt auch nach dem 19-Punkt-Spieltag tief in der Krise. Der Bundesliga-Dino verlor das Abstiegsduell mit Schlusslicht Köln mit 0:2 und zeigte vor allem nach den Gegentoren wenig Aufbäumen. Die Folge könnte nun sein, dass Trainer Markus Gisdol seinen Platz räumen muss. 0:2 gegen Bundesliga-Schlusslicht Köln verloren, seit 6 Ligaspielen ohne Sieg, Rang 17 und einen Rückstand von 5 Punkten auf den rettenden Platz 15. Der Hamburger SV befindet sich einmal mehr am Abgrund. Wenig verwunderlich hat HSV-Sportdirektor Jens Todt unmittelbar nach der 0:2-Pleite im Kellerduell ein Ende der Zusammenarbeit mit Trainer Markus Gisdol angedeutet. Gegenüber Sky bestätigte der 48-Jährige, dass er nicht ausschließen könne, dass der Trainer gehen müsse. Todt weiter. Das ist ein extrem bitterer Tag für uns, das tut wahnsinnig weh. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sich gewehrt hat und alles versucht hat. Ich will aber nichts schönreden. Gisdol selbst erklärte: Ich hoffe, dass ich noch einmal die Chance bekomme. Denn wir haben es zusammen in der Vergangenheit immer wieder hinbekommen. Deswegen will ich auch gerne weitermachen. Ich bin aber in dieser Angelegenheit der falsche Ansprechpartner und muss mich mit Jens Todt, Anmerkung. Der Redaktion Klammer zu besprechen. Seinen Spielern macht der 48-Jährige derweil keinen Vorwurf. Vor dem 1:0 waren wir gut im Spiel. Wir hatten mehr Torschüsse und mehr Ecken. Doch wir kriegen das Tor einfach nicht hin, das Abschlussglück fehlt uns. Wir müssen nun gucken, dass wir uns schnell aufrichten und schauen, dass wir gerade vor dem Tor endlich den Bock umstoßen. Dass das aber für die Jungs nicht leicht ist, ist menschlich verständlich. Sie spüren den Druck seit langer Zeit. Da kommt einfach vieles zusammen. Ob besagter Bock allerdings mit Gisdol, der im September 2016 als Nachfolger von Bruno Labbadia gekommen war, umgestoßen werden kann, erscheint äußerst fraglich.